Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Im letzten Part sind wir hier nach Kumogakure gereist. Wir haben in dieser Zeit einige Sequenzen erlebt. Unter anderem haben wir gesehen, dass Kabuto Yakushi, der im zweiten Teil von Storm zuletzt auftauchte, plötzlich vor Madara stand. Er kam auf ihn zu, hat ihm seine Kampfstärke angeboten und dies tat er, indem er das Edo Tensei benutzt hat, was er zuvor auch Orochimaru verwendet hatte, ebenso wie der zweite Hokage, aber das haben wir in diesem Projekt nie gesehen. Und er hat dann kurzerhand hier fünf Mitglieder von Akatsuki heraufbeschworen: Deidara, Sasori, Kakuzu, Itachi und Nagato. Und diese fünf alleine sind ja schon stark genug auf jeden Fall, um in einem Krieg wirklich zu bestehen. Aber er hatte noch einen zusätzlichen Ass im Ärmel. Oder ein zusätzliches Ass im Ärmel. Denn ohne dass wir jetzt gesehen haben, wer es war, hat er noch einen Edo-Tensei heraufbeschworen. Und hat irgendetwas gehabt, auf jeden Fall, was Madara hier abgeschreckt hat. Anhand dieser Grundlage hat er sich ihm dann angeschlossen. Das Einzige, was Sasori halt wollte, ist Sasuke. Und Madara hat gesagt, er würde Sasuke bekommen, wenn der Krieg vorbei wäre. Auf dieser Grundlage haben die sich also zusammengeschlossen und haben somit jetzt einen zusätzlichen Feind mehr. Zudem hat man ja auch gesehen, dass Kabuto sich äußerlich verändert hatte. Er hatte halt viel, das hatte man jetzt hier nicht gesehen, nur im Anime, er hatte halt viel experimentiert und hat sich quasi Orochimarus Kräfte einverleibt, wenn man so will. Und alles Weitere werden wir dann in Zukunft sehen. Auf jeden Fall haben wir dann auch noch hier auf Tsunade und Sakura getroffen. Und diese haben halt auch eine Sequenz gehabt, wo halt gefragt wurde, wie es mit Naruto ist oder wie es um Naruto steht. Aber Yamato und so weiter kümmert sich ja alles um uns. Dann, als wir hier in Kumogakure waren, ist es so, dass wir mit Yamato erstmal hier die Unterkunft hier anschauen wollten. Aber dann kam Killer Bee und Killer Bee hatte erklärt halt, dass Naruto hier es so in dieser Form nicht schafft, den Neunschwänzigen zu kontrollieren. Er müsste dafür zum See der Wahrheit, nachdem Naruto gefragt hatte, ob Killer Bee ihn trainieren könnte in dieser Hinsicht. Denn Killer Bee kann sein geschwänztes Tier kontrollieren, anders als Naruto. Jetzt sind wir hier beim See der Wahrheit und sind quasi mitten in der Sequenz. Hier an der Stelle haben wir letztes Mal aufgehört. Hier werden wir auch weitermachen. Schauen wir mal, was jetzt hier passieren wird.滝だ。ここが真実の滝で待ち。ここで瞑想すれば自分の闇とかなんとかっていうやつと向き合えんだろ。だね。本当かどうかは分からないが。おい、ナルト。大丈夫。ヤマト隊長はそこから見ててくれ。お前の真実は闇の中にある。よう、ね、誰だお前。俺ってば影分身してねえぞ。俺はお前だ。お前の中の大切な憎しみ、お前の根底にある感情、お前の真実の姿。俺が本当のお前だ。俺が憎しみ、お前が俺の本当の姿だと。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。俺は俺だ。憎しみなんかが俺のわけがねえだろ。いくら否定しようと事実は変わらねえ。お前は俺だ。ただし九尾にあたらと気に入られてる点はお前と違うな。こいつ、じゃあてめえがいたから今まで九尾が。そういうことだ。俺はお前自身だ。俺を追い出せはしねえぜ。偽物。ラーメンイミテーション。てめえの方だろ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。上等だ。 Jetzt dürfen wir gegen uns selber erstmal kämpfen. Was aber kein allzu großes Problem darstellen sollte. Schauen wir auf jeden Fall mal.
Hier sieht man auch dunkler Naruto. Auch seine Augen sind dementsprechend angepasst. So, Gesundheitsanzeige über 60%, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Naruto, also der Dunkle, der kämpft im Grunde also genau wie wir. Somit habe ich keine Sorgen, dass das irgendwie nicht werden könnte. Ich weg erstmal damit. Wenn ich es schaffe, würde ich es noch mit der Ulti beenden. Doll, er trifft aber nicht. Warum treffe ich nicht? Komm. Dann machen wir es eben anders. Nee, hat keinen Sinn. Dann eben. So. Ach, das hat auch noch nicht gereicht. Ich würde es gerne mit der Ulti beenden, komm. Ja, jetzt ist auch jetzt endgültig vorbei, weil hat mir dann zu lang gedauert. Naja, gegen sein eigenes Ich zu kämpfen, klar, kann sich das nicht wie ein Sieg anfühlen. Ja, du doch. Braucht natürlich nun A-Rang, weil ich leider nicht mehr rausholen konnte. Mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. やるじゃないか。さすがは俺だ。お前は絶対俺じゃねえ。別に否定するのは勝手だ。だがな、俺はお前の気持ちがよーく分かってるぜ。英雄だっけか。この頃の俺の呼び名は、里のやつら。突然手のひら返したように慣れ慣れしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまでは九尾だなんだと俺を蔑んでたくせに、あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。だったら花から信用しない方がいい。どうだ、正解だろ。これがお前の気持ちだ。俺はそんなこと、里の奴らを信じるのはやめとけ。もう分かってんだろ、奴らの本質。あいつらだって俺のことを心から信じてるわけじゃねえ。俺は、お前は俺、俺はお前だ。お前の心は分かってる。憎しみこそ本当の俺だ。うるせえ、うるせえ。認めちまいなよ。お前は俺だ。ナルト、どうした？何があった？俺と同じ奴が出てきた。そいつは闇の中の俺だった。闇？倒してもまた立ち上がってくる。しかも嫌なことばっか言ってくるんだ。精神的にも追い詰めてくるのか。厄介な相手だな。けど、その闇の君をどうにかしなければ。ナルト、ちょっとあのグラサンおっさんと話してくれ。今君が言っても話を聞いてくれるとは限らないよ。それでもヒントくらいは教えてくれるかもしれねえ。しかし俺ちょっと言ってくるってばよ。natürlich jetzt sehr getroffen。 焦ってるな、ナルトのやつ。いや、ja, wenn man mal so selber mit seinem zweiten Ich konfrontiert wird.
ohne jetzt schizophren zu sein oder so, oder eine multiple Persönlichkeitsstörung zu haben. Das ist schon wirklich nicht ohne. Ich meine, wenn man sich das mal selbst vor Augen führt, ich hatte selbst in der Vergangenheit mal mit sowas zu tun, also mit grausamen Momenten. Gerade zur Teenagerzeit. Aber ich würde mir gar nicht ausmalen, wenn man wirklich so eine dunkle Seite hätte, die einen wirklich von innen auffrisst und einem ganz solche Sachen entgegenwirft. Da muss man schon vom Verstand und vom Kopf ganz klar sein.今のはいい感じしてるぜ。いい感じ。B、お前いつまでこんなことしてるつもりだ。つまんねえラップかます暇があるなら、あのガキを見てやってもよかったんじゃねえのか。俺もキュービーは好かねえが、あのガキは見込みあるぜ。俺も昔はむちゃくちゃだったが、お前に会ってこうなったんだしよ。俺の話を聞いてんのか。おい、B。悪いな、ハッツ。俺に客人到来。話はここまで。オーライ。客？こんなとこにいたのか。探したってばよ。手羽用のガキか。俺様に何の用だ。さっき、真実の滝ってところで、もう一人の俺に会った。でも。あいつを倒すことができなくて、それでおっさんにヒントでも聞きに来たのか。この俺に。それでも残念、期待に添えない。なんでだよ。教えてくれてもいいだろ。俺ってはキュービをコントロールしねえとサスケと戦うことができねえんだ。だから頼むってばよ。何度も言ってる、そりゃ無理だ。バカ野郎、この野郎。じゃあどうやったら教えてくれんだよ。おい、B。ヒントくらい教えてやってもいいだろう。あいつの目見てみろ。ダッチュンチグ、何か覚悟をしている目だ。悪い目じゃねえぜ。ダッチュンチグ、そのエシスファイナーキャリー。たく、ハッツァンは甘いぜ。しょうがねえ、ダダッコちゃんだぜ。大概こんなサービスありえない。大体ね、それじゃあその拳で俺に勝てたら考える。己を鼓舞し向かってこいよ、この俺に。おっさんに勝てば、そういうことだな。いや、お前の割に普通な条件だな。俺はてっきり歌の勝負でも持ちかけると思ったぜ。何にせよあいつの力量把握は必要。今後のためにキリを確認。よし、全力でやってやる。 OK、 quasi den Sieg für Moment so、könnten wir denn noch nehmen?Der Rest ist mir eigentlich eher nicht so wichtig. Dann machen wir eben das so. So. Auf alle Fälle, mit dem Sieg würden wir also weiterkommen, wie so ziemlich immer eigentlich in diesem Game. Aber umso wichtiger jetzt, dass wir einen Tipp erhalten. So, mit der Ulti müssen wir treffen.Für die Bonusvorgabe. Riesen Rasengan.存在な、ガキの割にはやるじゃん。アワここまでは想定だ。ダメージしてくる。
natürlich dann weh. Weil das ist überhaupt kein Problem. Ey, was? Das war jetzt sehr unerwartet. Ey, come on! Wie? Was soll das? Das wird immer schwerer, der Ulti durchzukommen. Na, geht doch. Gott, ey, mein, jetzt habe ich mich aber selbst gewundert. Enka-Rap-Mahlzeit. Wer kennt sie nicht, die gute Enka-Rap-Mahlzeit? By the way, wir müssen uns eh zeitnah hier eine Mahlzeit mal zuführen, weil, wie man sieht, wir haben fast kein Leben mehr. やるじゃねえか。これで教えてくれんだろ。タコ足？お前が戦ったのは擬態。俺には勝てない。絶対。気分上々、条件チャラチャラ。これにて退場、チャキラッチョ。お前の中にある憎しみってのは誰にでもある血肉の一部だ。否定をするのは己の気ままだけどそれはただのわがまま大切なのは己の信念皆を信じる己の情念人のことを考える前にやるべきことがあるはずだいえやるべきことヒント与えてるじゃねえか。本当に甘いのはお前の方だろ、B。ラップ風にシャラップ。別に俺は甘くない。バカ野郎、この野郎。何照れてんだ。まあ、とはいえ、あとはあのガキ次第だな。Nächster Versuch. 確かに。俺とは昔はみんなから冷たい目で見られてた。すげえ苦しかった。すげえ辛かった。それでもようやくみんなから認めてもらえて。Nach dem Kampf gegen Pain. 里のやつら。突然手のひら返したように慣れ慣れしくしやがってあいつらは勝手だこれまではキュービだなんだと俺を蔑んでたくせに俺は本当にみんなに信じてもらえてるのかそんなこと考えたこともなかったあいつらは信用できねえどうせいつか俺を裏切りやがる信用できない裏切るあいつの言ってたこともしかしたら心のどこかで俺もなのは己の信念皆を信じる己の情念でもタコのさんはああ言ってた信じる心が大切だって昔の俺ならその意味が分からなかったけど今はイルカ先生やさくらちゃん仲間たちが周りにいてくれる仲間のみんなは俺のことを信じてくれてるって強く感じる感じることができる人のことを考える前にやるべきことがあるはずだ。いえ。
今の俺がやるべきことは。Jetzt erledigen muss. Und genau darum kümmern wir uns jetzt. Naruto, 戻ってきていたのか。ちゃんとヒントは聞けたんだろうか。一応ヒントを教えてやった。あとはあいつ次第ってとこだ。ちょ、leider vergessen mich zu heilen。キラー B さん、おっと、ここで騒ぐの、カンニン。今は黙って観察。はあ、さてどうなる。いや、懲りずにまた来たか。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。だな。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえことは前のやりとりで分かってる。その通りだ。俺を追い出そうとしても無駄だ。お前のことは俺が一番よく理解している。ならもうお前だって分かってるだろ。さっき決めたことをさ。あ、俺はやっぱり里のみんなを信じようと思う。ふざけるな。お前が何を決めたか知らねえが、お前のことは俺だけが分かってやれる。里の奴らは俺たちをずっと騙してきた奴らだ。勝手な掟を作ってのけものにしてきた。苦しかったよな、辛かったよな。お前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ。里の奴らなんか信じるな。ああ、里の人たちも大事だけど、信じなきゃならないもんが他にある。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分ってのを。自分を信じることができなきゃ里のみんなを信じることなんてできねえよな。だから俺がまずすべきことは自分を信じることだった。それが。やめろ。うん、自分を信じるだ。ふざけんな。認めねえ、認めねえぞ。憎しみこそがお前の本質だ。闇こそ俺の真実だ。お前は俺だ。憎しみの俺こそが本物の渦巻きナルトだ。てめえは偽物だ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。てめえ。 Jetzt dürfen wir also noch mal einen Kampf bestreiten. Mal eben kurz schauen.Damit heben wir uns wieder hoch. Das reicht vollkommen. Anders würden wir das eh nicht schaffen. Aber was ich mich gerade frage ist, sobald wir die Sachen einmal benutzen, sind sie sofort weg. Das war früher, meine ich, nie so. War das nicht bei Storm 2 noch anders? Hatte man die Items, glaube ich, auf jeden Fall behalten dürfen. Also muss man die ja immer wieder neu anpassen. Ist auch nicht so toll.Aber nun gut. Mit Ultimate. ただそれだけだ。
auch gerade schon ein bisschen fokussiert. Fokussiert paar. Schade. Komm jetzt. Der blockt aber auch jedes Mal, wenn ich das versuche. Das ist natürlich immer ein bisschen komplizierter, wenn man diese Bonusvoraussetzungen hat. Drei Bombenkugeln. Das nehme ich natürlich gerne mit. Haben wir ihn jetzt damit auch rausgetrieben? どうだ。スター、ストしたかよ、俺。どうして、あんなに苦しませてきたのに。お前は、お前は俺が邪魔なのか。だったら俺は一体何だったんだ。お前がいたから、俺は強くなれた。おかげでここまで来られたのかも。なら、俺はどうすればいい？なもん簡単だろ。お前は俺になれゃいい。お前も俺なんだから。今までありがとうな。もういいんだ。Hat sich aufgelöst, beziehungsweise ist rein. Naruto. Yamato 隊長。それにタコのおっさんもいたのか。その感じはうまくいったんだね。喜ぶのはまだ早いぜ、バカ野郎、この野郎。と言いたいとこだが、まずはよくやった。よくぞ憎しみ克服。そんなお前とても幸福。ね。これからキュービの力のコントロールをやってみるが、今から俺がお前の師匠。覚悟を決めろ。出ないと師匠。Er hat's angeboten. よっしゃ。ナイス。よ。改めて挨拶だ。俺様のグーにグーを重ねろ。ビートかましながら。よ、俺はナルトだってばよ。タグ、手ばよ、手ばよってよ。うるせえってばよ。Sehr schön, sehr, sehr schon. Zwei Chinchuriki, Kapitel 3 damit geschlossen.Heilen. Neue Items. Und natürlich erstmal abspeichern. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Dunkle Naruto bezwungen.ついに修行か。まずは場所を変える。滝の裏に移動するぞ。了解。滝の裏。その修行僕も付き合っていいですか。 OK。 まあ
滝の裏って。まずはしっかり行動、そしてびっくり動揺。お？ナルト、とりあえず行ってみよう。Okay, dann denke ich, reicht das auf jeden Fall für diesen Part. In diesem Part haben wir hier also unsere dunkle Seite dann beseitigt, beziehungsweise hat sie quasi wieder in uns hineinverleibt. Wir haben das dritte Kapitel jetzt offiziell abgeschlossen. Im nächsten Part werden wir dann hier hinter den Wasserfall gehen und schauen, welches Training dort auf uns warten wird. Killer Bee hat jetzt sich dazu entschlossen, unseren Lehrer zu spielen und uns zu helfen, hier den Neunschwänzigen zu kontrollieren, so wie er es mit dem Hashibi macht. Schauen wir mal auf jeden Fall, wie es im nächsten Part so aussehen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier hinter dem Wasserfall gehen und das Training von Killer Bee machen. Mal sehen, wie es aussehen wird dann. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.